Bent wird uns retten. Bent wird uns retten. Glaub mir. Wieso das lachst weh. Du? Ich kann es einfach nicht lassen, was? Hey, Bent! Schlechte Nachrichten! Die Welt ist ein Jammertal. Und deine Alge wird nichts mehr daran ändern. Doch, das wird sie. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß das. Sie sagt die Wahrheit. Klar! Wie könntest du diesem Mann nur helfen? Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Lissa ist tot. Und wir stehen in der Schlange gleich hinter ihr. Wir werden nicht sterben. Hoffe ich auch. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich habe einen Fehler begangen und werde jetzt dafür bezahlen. Ich werde mich um dich kümmern. Warte hier. Ja, wie lustig. Wir haben eine Stange zum Schieben, ne? Wir bräuchten jetzt nur noch Duct Tape. Uhuhu. Nisse. Hätte ich Bent nicht hierher gebracht, wäre Lissa noch am Leben. Kann man sie durchsuchen? Ich nehme ihren Schal mit, aber sonst möchte ich sie nicht durchsuchen. Warte. Er hat sich beim Ja, das weiß ich ja. Wir haben eine Stange und einen Schal. Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden. Aber was dann? Ja, hier. So, da wäre ich wieder. Duwe! Hey! Ich glaube, ich hab's. Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Die Studenten werden begeistert. Hört zu. Manchmal. Ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein vergessen. So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schient dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. Autsch. Für deinen Fehler hoffe ich, dass du ein paar Schmerzen hattest. Junge. Hi, Bratwurstpiloten, moin moin, alles fit? Oh mein Gott. Randale. Ganze Forschungsstation in Schutt und Asche. Wie kann man nur? Auf zum großen Finale und bitte mit vier Randalen. Oh, Chapter 7. Noch zwei. Glaube ich. Ben Svensson ist dead. Nee, ich glaube, er lebt noch. Okay. Wo sind wir hier? Au. Oh nein, schon wieder kaputt. Bent. Bent, aufwachen. Wir sind da. Okay. Was ist los? Sind wir schon da? Das sagte ich doch gerade. Wir sind in Bielefeld. Wir haben ein Problem. Oggi hat die Autoschlüssel stecken lassen. Nimm sie mit und komm endlich. Schlechte Nachrichten.
Wir sitzen fest, mein Funkgerät spinnt und Simon sagt, dass... Halt, Moment. Erstmal alles der Reihe nach. Wo zum Geier sind wir hier? Wo zum Geier sind wir hier? Wir sind im brasilianischen Dschungel. 2 Meilen vom Indus-Kraftwerk entfernt. Ja, das weiß ich doch, aber... Meinst du wirklich, die Alge ist beim Kraftwerk? Ich bin doch auch nicht schlauer als du. Ich weiß nur, dieser schreckliche Mann hat etwas von Brasilien gesagt. Und das Kraftwerk ist Indus Zentrale in Brasilien. Wenn sie nicht hier ist, wo dann? Klingt logisch. Wann sagtest du, wird das Kraftwerk explodieren? Ungefähr 1 Woche nach der Konferenz. Ja, am 27. März. Das ist heute. Sag es ruhig. Wir sind nicht nur wegen der Alge hier. Nein, wir müssen auch das Unglück verhindern. Und da lasst ihr mich so lange schlafen? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gibt es Neuigkeiten von Salvador? Ja, er ist hier, beim Kraftwerk. Du hast ihn gesprochen? Nein, nur geortet. Er... Was? Ach, nichts. Machst du dir Sorgen um Salvador? Sorgen? Ja, Bent, weißt du, was ein Prädestinationsparadoxon ist? Oh, das hat wieder was mit Zeitreisen zu tun, richtig? Ja. Ich habe Angst, dass unsere Beteiligung erst zum Unglück führen wird. Okay. Salvador will das Kraftwerk abschalten. Aber vielleicht läuft gerade deswegen erst etwas schief. Puh, dann steht Salvador finden also auch auf unserer To-Do-Liste. Ja, ganz oben. Ja, das gibt sie. Ich will dich was anderes fragen. Frag ruhig. Wer ist Simon? Simon ist der Barkeeper. Der Barkeeper? Wir sind an einer Bar? Das ist der letzte Stopp vor dem Kraftwerk. Die Straße endet hier. Es sind doch nur noch 2 Meilen. Dann gehen wir eben zu Fuß. Nein, das ist zu gefährlich, meint auch Simon. Ich hab's schon versucht. Um Himmels Willen, keine Alleingänge. Wir finden schon einen Weg. Wie lange habe ich geschlafen? Die ganze Fahrt. Vom Heliport bis hierher. Wie ein kleines... Oh. Lass das. Du bist doch nicht meine Mutter. Aber du könntest mein Urgroßvater sein. Selbst wenn. Dann hätten sich meine Gene bis zu deiner Geburt so sehr verwässert, dass wir nichts mehr gemeinsam hätten. Stimmt. Ich brauche weniger Schlaf und ich schneide. Wo sind Oggi und Duwe? Sie stellen ihre eigenen Nachforschungen an. Herrje, wenn du es mir nicht verraten willst, dann finde ich es eben selbst heraus. Du findest sie in der Bar. Sag mir einfach, was ich machen soll. Und ich mache es. Du musst einen Weg finden, wie wir zum Kraftwerk kommen. Ich werde inzwischen versuchen, Salvador zu kontaktieren. Alles klar. Mach das mal. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wie du meinst. Bis später. Dann gucken wir uns hier doch mal um. Moment, es gibt keine Straße zum Kraftwerk. nee, es gibt keine Straße zum Kraftwerk. Anscheinend. Der kam zusammen mit dem Jeep. Endlich ordentliches Werkzeug. Er ist viel leichter als gedacht. Nehmen einfach den ganzen Koffer mit. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, eine Mutter. Das war's. Na prima. Reicht doch. Was den willst du sonst im Werkzeugkasten haben? Kein Empfang. Das Ding ist short. Okay. Zum Glück verkaufte der Betreiber vom Heliport auch Autos. Den Hubschrauber hätte uns Indus sofort abgeschossen. Abbrechen? Reparieren? Sie sitzt etwas locker. Wenn ich jetzt hier drücke und da ganz leicht biege, dann bricht sie ab und landet in meiner Tasche. Okay, ich hätte auch abbrechen machen können. Ne? MacGyver, genau. MacGyver. Ich nehme auch alles mit, was ich finde. Ein Handtacker zum Verschließen der Kisten. Sportlich. Hier war mit. Fällt der Kelm auf? Simon! Er scheint sich wohl zu fühlen. Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technikerteam fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so. Ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Ich will was trinken. Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry.
Ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. Okay. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Ja. Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie den Kaffee. Okay. Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur zweimal den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie Sie heißen und ich melde Sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal, nein, danke. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Okay. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da. Ist die Bar auch Eigentum von Indus Industries? Das ganze Tal gehört Indus. Auf dem Weg hierher müssen Sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das vermiente Unterholz brettern, wenn Sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Okay. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Da ist ein Boot. Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Ja, man kann alles reparieren. Darf ich das Telefon benutzen? Klar, wenn Sie mir das passende Kleingeld geben. Ah, okay. Kann ich jemanden anrufen? Hey, das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Ich hab kein Geld. Bin armer Schlucker. Moment. Ich und Duwe, wir haben einen Plan. Der wäre? Wir saufen den Wachmann unter den Tisch. Und dann seine Sachen. Gentlemen, nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran. Oh, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pink. Hätte ich jetzt auch gesagt. Richtig. endlich. Trinken. Ich würde ja gerne. Aber ich fürchte, das Bier ist alle. Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Vielleicht kriegen wir ja noch welches. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Boah, russische Roulette. Das würde dir auch viel besser gefallen. Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Wie geschmacklos. Naja, wenigstens werfen Sie Ihren Müll nicht in den Wald. Kann ich mir das nehmen? Was? Aha, dahinter war ein Loch. Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Aha, das könnte mir noch was bringen. Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Das rote Herz? Kolonialistischer Dschungelkitsch. Okay. Dufe? Guck mal, Bent, ich hab mich betrunken. Nein. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Dove, es tut mir leid. War kein sehr guter Vater.
Und ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben? Hm? Lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Das ist gut. Ich hab den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja. Betrunken gefällt mir der besser, ne? Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Oh mein Gott. Ach, was? Ah, da hat er einen Schlüssel. Okay. Dann schauen wir mal dahinter. Ah. Wir gehen erstmal da gucken. Weg damit. Wow. Da ist Bier. Wow. Hier ist einiges. Wofür das Kabel wohl ist? Okay. Oh mein Gott. Ach, und dann kann ich es wieder reinmachen. Ah. Das Bier nehme ich. Ne, das Bier brauchen wir noch. Das brauchen wir für was anderes. Was ist das? Wenn ich den rausmache, muss ich gleich mal vorne gucken, was ich da... Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Aber da sie gerade nicht spielen, bringt mir das nichts. Ah, okay. Das Endgerät hängt auf der anderen Seite der Wand. Da ist eine Schraube. Da ist auch ein Stecker. Und hier ist Bier. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Drei Bier. Okay. Interessant. Klebeband finde ich schon noch. Duct Tape. Weg von dem Kutter. Sie haben da nichts verloren. Ja. Ich sagte weg da. Ah. Das ist eine Wache. Der Anblick gefällt mir nicht. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein. Verschwinden Sie. Okay. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Finger weg. Schon gut, schon gut. Dann Finger weg. Ist okay. Warte, kann ich mir das wenigstens angucken? Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Das sollte ich mir merken. C600. Ah, lass mich mal nach vorne gehen. Ich will wissen, was ich da getan habe. Ah, das rote Herz ist das. Okay. Erst gucken, was sich bei was tut. Den Stecker wieder rein. Dann ist das das lila Herz da drunter, oder? Ja, okay. Was haben wir noch? Dann haben wir hier oben, nee, da noch einen Stecker. Gibt's das auf Amazon? Ja, bestimmt. Das ist das Kreuz. Okay. Und dann muss das ganz klar das, mach mal, das große Bild sein. Yep. Cool. Okay. Ich habe eine Idee. Schlechter Wortwitz. Na, gibt keine schlechten Wortwitze. Es gibt nur Leute, die nicht lachen. So, okay. Ihr spielt ein Trinkspiel? Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck,
Vinicius sieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Hm. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Hey, du denkst dir deine Stories aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Wie läuft der Plan? Wir haben kein Bier mehr. Aber wie steht's? Fischers Fritze fischt frische Fische. Frisches Fisch, frische Fisch. Ja. Bring uns mehr Bier und wir machen ihn fertig. Okay. Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Juhu, ich hab Geld. Danke. Ich tu mir das nicht länger an. Ich habe Geld und ich hab Bier, hier. Bier, yeah! Gib es gleich Benny, dann können wir weiterspielen und den Plan zu Ende führen. Okay, gib mal's, Benny. Da, Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Kann ich den jetzt ansprechen? Kann ich dem das verraten? Nee. Ich tue mir das nicht länger an. Okay, kann ich ihm das verraten? Das mit ihm absprechen? Ich sagte doch, wir reden später. Erst muss ich noch die Welt retten. Wie man sieht. Okay, dann probieren wir es einfach mal so. Vielleicht fällt ihnen das ja auch. Loch, durchgucken. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Karo. Karo, das wäre Kreuz. Pik und Herz wäre... Und? Welche Farbe halte ich hoch? Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Kann ich denen das nicht doch sagen? Ich will doch nur mit denen reden. Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber uns fehlt eine Richtung. Besser, ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. Ich tue mir das nicht länger an. Kannst du jetzt nicht doch mal zuhören? Ich sagte doch, wir reden spät. Erst muss ja, das ist immer. Okay, dann probier's doch nochmal so. Stecker wieder benutzen. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Quadrat? Rechteck? Weißt du überhaupt, wie Karten aussehen? Du trinkst. Warte. Und? Achso. Welche Farbe? Quadrat? Rechteck? Weißt du überhaupt, wie Karten aussehen? Du trinkst. Wie wär's, wenn ich alle rausmache und nur die anmache, die... Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Nein. Kreuz? Falsch. Du trinkst. Ich würde jetzt gerne erst alle rausnehmen. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Falsch. Nein. Du trinkst. So, den auch noch raus und dann immer den rein, der... Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. So wird das Bier auch alle, ja. So, und dann reingucken und dann immer das reinmachen, was... Das ist Herz. Herz ist hier.
Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Richtig. Ich trinke. Richtig. Ich trinke. Okay. Kann ich das dann wieder rausmachen? Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht... Ach so, ist einfach nur die Veränderung immer. Okay. Du trinkst. Gut, dann... Das ist Caro. Caro ist... Warte. Das ist der Stecker für den kitschigen Spiegel. Kann ich den Spiegel nicht irgendwie ändern? Es ist Herz. Nein. Falsch. Ich muss den Spiegel irgendwie drehen. Sonst kriegen die es ja nicht gebacken. Die haben eben immer gesagt Quadrat und so, ne? Ohne das Licht sehe ich wieder so matt aus wie immer. Kann ich den irgendwie... So ein Quatsch. Ich will den doch nur drehen. Auch nicht Kreuz, nee. Das ist Kreuz. Das ist, dazu sagen sie Herz. Wäre das Peak, oder nicht? Karo ist, wenn ich das jetzt so schräg drehe. Quark. Ich will das irgendwie drehen können. Ja. Warte. Waren da hinten nicht Schrauben? Alles gut. Gucke mal. Da ist eine Schraube. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Ja. Aber ich habe... Warte, was ist, wenn ich... Feuer mit Feuer zu bekämpfen war noch nie meine Devise. Okay, klar. Kann ich die da irgendwie mit irgendwas drauf rausdrehen oder so? Irgendwie? Mit dem Blechschild? Das Blech ist zu weich, um genug Druck auszuüben. Das Blech ist zu weich... Irgendetwas sagt mir, dass ich in die richtige Richtung denke. Nur der Weg ist falsch. Nur der Weg ist falsch. Was ist ein... Mumpitz. Nein. Der Werkzeugkasten... Und wie geht es dann weiter? Ist da vielleicht... Ist da vielleicht noch was anderes drin? Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung vermute ich, dass er immer noch leer ist. Und ich habe recht. Okay. Ja, mit dem Werkzeugkasten, so kriege ich das ja nicht. In dem Kasten gibt es nicht mal einen einfachen Schraubenzieher. Das ist ja das Problem. Mit irgendwas muss ich den noch befestigen können. Was ist, wenn ich die Antenne dran... Schmarrn. Nichts als Quacksalberei. Damit trinke ich in die richtige Richtung, aber... Irgendetwas sagt mir, dass ich in die richtige Richtung denke. Nur der Weg ist falsch. Ich muss das doch irgendwie wegkriegen. Kann ich mit den Münzen? Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Ja, zeig mal. Jetzt ist es Karo. Aber ist das Herz oder ist das Herz? Ne, das ist Herz und das ist Peak, oder nicht? Das obere ist Herz, das untere ist Peak. Das ist Karo. Karo. So? Was ist die Ansage? Karo. Richtig. Ich trinke. Okay, was haben wir jetzt? Das ist Peak. Peak ist für mich das Untere gewesen, oder nicht? Aber haben die beim Unteren nicht Herz gesagt? Ich probier's. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht... Das sind beides Herzen für die, ne? Du trinkst.
Ich muss das eine Herz noch irgendwie. Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Aber kann ich das nicht irgendwie ummodeln? Kann ich das anders festhacken? So ein Hackmack. Kann ich das abnehmen? Quark. Kann ich das festschrauben? Firlefanz. Ich bin doch nicht mehr Schucke. Wir müssen das doch irgendwie abnehmen können, also umdrehen können. Mischugge. Auch mit den Münzen? Kabbes. Ein Plan darüber? Mumpitz. Kolonialistischer Dschungelkitsch. Ich will das doch nur umdrehen, damit das wirklich so. Oder kriegen wir das auch ohne Picken? Probieren wir mal. Kann ja nur in die Hose gehen. Das ist Peak. Nein. Ich bin nicht Peak. Ich probiere mal den Oberen. Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Okay. Das ist schon wieder Peak. Aber. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du. Kann man da. Da haben wir auch noch eine Schraube. Komm. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Okay. Das ist Peak. Jetzt aber. So. Peak, Karo oder Kreuz? Peak? Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Ach so. Das war schon. Ich will noch Bier mitnehmen. Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Mist. Ist er jetzt wirklich betrunken genug? Wie läuft der Plan? Sie selbst. Wer wird. Wird. Hey, Wirt! Wo sind meine Schlüssel? Vor deiner Nase auf dem Tisch. Richtig. Wer einer von euch Würstchen versucht, sie zu klauen, den mache ich fertig. Der Wachmann ist nicht trinkfest, Zeit ne? Für Phase 2. Ich tu mir das nicht länger an. Okay. Wachmann. Hat Fortuna sie verlassen? Nein. Sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du das sagst. Wir haben da noch ein Loch. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüssel. Oh, geil. Darf ich? Hey! Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay. Aber keine Tricks. Dann mach mal das Bier auch auf. Noch ein Bier? Ja. Her damit. Okay.